Guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play GTA 3. Ich denke, ihr habt schon bemerkt, wo wir uns befinden. Wir sind hier im Park, im Central Park von New York ist das ja offensichtlich. Und wir befinden uns hier vor dem guten Polizisten, der meistens einen am sich abdrücken ist, wenn wir ihn besuchen kommen. So, wer sich daran erinnert, wir haben die letzte Mission, den letzten Part, nicht so ganz gut aufgehört. Wir hatten nur noch 5 Health Points und keine Panzerweste mehr. Darum habe ich mich gekümmert, wie ihr seht. Und ja, ich würde sagen, machen wir mal direkt weiter. Die Waffen haben wir noch alle. Also wir sind eigentlich spitzenmäßig ausgerüstet. Aber mal gucken, inwieweit uns das jetzt hier weiterhelfen wird. Tödliche Bootsfahrt. Ich denke, mein Partner ist ein Rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock both nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Naja, alles klar. Mal was anderes. Verfolgungsjagd auf dem Wasser hatten wir bisher, glaube ich, erst einmal, oder? Ja, und zwar dürfte das die erste oder die zweite Mission von Azuka gewesen sein. Nun ja, dieses Mal wird uns jedenfalls von Anfang an gesagt, dass wir uns ein Polizeiboot klauen sollen. Das war ja beim letzten Mal nicht ganz so klar. Deshalb ist die Mission auch 2 bis 3 Mal gescheitert, bevor wir es hinbekommen haben. Beziehungsweise ich. Und holy shit, was geht ab? So, jetzt ist die Frage, ich denke mal nicht, dass ich über die Brücke muss. Das heißt, ich werde hier unten erstmal links fahren, wenn es der Verkehr dann erlaubt. Ja, ich glaube, hier bin ich soweit richtig. Und dann schnappen wir uns mal ein Polizeiboot, das es hoffentlich nicht allzu schwer zu finden ist. Ja, da drüben nämlich, alles klar. Da müssen wir nur noch irgendwie nach... Wir müssen also doch nach drüben. Okay, das ist ja interessant. Nun gut, dann müssen wir uns hier mal nach unten begeben. Und hoffen, dass es, was wir das Auto noch ein bisschen behalten können. Dankeschön. So, die Mission findet also in Portland statt. Das bedeutet, wir möchten uns ganz gerne mal hier ein Bötchen schnappen, mit dem wir dann erstmal ans andere Ufer können. Das hört sich irgendwie falsch an, oder? Ach, da drüben ist die Treppe. Nun ja. Wie, das hat uns Leben abgezogen. Nur weil der ein bisschen die Treppe runtergefallen ist. Oh, da hinten ist ein verstecktes Päckchen. Das werde ich mir natürlich noch schnappen eben. Ihr wisst, ich lege nicht besonderen Wert darauf, aber wenn es mir schon so bereitwillig vor die Nase platziert wird... Oh, was ist los? Pistole wurde im Versteck angeliefert. Ach, das hatte ich ja ganz vergessen, je nachdem, wie viel Päckchen wir gesammelt haben. Das heißt, die Pistole können wir uns immer umsonst holen ab jetzt. Na, ist doch auch schon mal ganz schick. Okay, zum Leuchtturm. Alles klärchen. So, ich nehme an, wir können... Wie, das Ding heißt echt Predator? Das ist ja cool. Okay. Bin nur mal gespannt, wie weit, oder beziehungsweise auf welche Route wir zum Leuchtturm müssen. Ich fahre jetzt einfach mal hier links außen rum, in der Hoffnung, dass wir irgendwann hier richtig ankommen werden. Da wir ja schlecht einfach hier querfeldein fahren können. So, hier geht's hier rechts rein. Ach, da ist auch ein verstecktes Päckchen, ich hab's gesehen. Das könnte ich eventuell mal offscreen machen, dass ich mir die ganzen versteckten Päckchen schnapp. Beziehungsweise, ich fahre offscreen zu den versteckten Päckchen und zeige euch dann, wenn ich vor denen stehe. So habe ich es in Assassin's Creed Revelations mit den Manuskriptzeiten gemacht. Eventuell erinnert sich da der ein oder andere dran. So, ich musste mich kurz stumm schalten, ich musste husten und da ich keine Lust hatte, das dann extra rausschneiden zu müssen, habe ich mich eben stumm geschalten. Ist aber nicht so schlimm. Da bin ich auch schon wieder. Da ist der Leuchtturm und das hier dürfte auch schon der Partner sein. Oder? Ja, das ist er. Hallo du. Ah, so ist es. Also du wirfst mit Granaten um dich. Das ist ja eine coole Art zu fischen. Alter, das finde ich gut, doch. Ja, ich denke mal, ich darf nicht auf deine komischen Fässer hier drauf fahren. Naja, aber komm, das sollte doch wohl kein Problem sein. Aber ich sehe schon, der ist etwas widerstandsfähiger, wie es aussieht.
Ich fahre nicht zu nah ran, weil ich nicht über die Fässer fahren will, was wir jetzt schon getan haben. Aber wir haben ihn ja schon gleich. Guck mal an. Das geht... Hallo? Oh! Penner! Scharfe Kurve genommen oder was? Aber es geht ja ganz flott hier, so wie es aussieht. So, dran denken. Nicht zu nah hinter ihm. Ah, der macht Kurven hier. Das ist nicht erlaubt. Oh, oh, jetzt haben wir ein Problem. Boah, das war knapp, oder? Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wo kann ich hier raus? Dankeschön. Habe ich ihn echt umgefahren? Na, dann machen wir Folgendes. Ach ja, das lief doch echt gut, oder? Ach so, sein Boot ist kaputt? Okay. Nee, doch nicht. Er hat ein Ghost? Was zur Hölle ist denn ein Ghost? Keine Ahnung, was das für ein Boot ist. Habe ich noch nie gehört. Aber wir werden uns jetzt hier hinten den Transporter schnappen. Ja, guck mal an. Gerade mal 6 Minuten vergangen und wir haben schon die erste Mission hinter uns. Könnte das eventuell mal ein Part werden, in dem ich nicht so doof rumfehle? Sagte er, während er es nicht schaffte, den Zaun kaputt zu fahren. Nun ja, aber jetzt sind wir allerdings in der falschen Stadt. Das heißt, wir müssen erst wieder hier zurück. Aber auch das sollte ja wohl kein Problem sein. Denn GTA 3 ist noch nicht wirklich so groß. Also es gibt später, wenn man dann bei GTA... Okay, Vice City ist noch kleiner als GTA 3. Aber San Andreas ist, soweit ich weiß, das größte GTA 3 aller Zeiten. Ja, und da werden wir uns ja schon etwas schwerer tun. Aber gut, da gibt es dann auch Flugzeuge und Helikopter und solche Geschichten. Und vor allem auch Jetpacks, ja, richtig gehört. Nun ja, was machen wir? Sollen wir direkt nochmal zu dem guten Kollegen gehen? Ich halte das fast für eine gute Idee, oder? Weil dann haben wir den vielleicht endlich mal abgeschlossen. Wäre auch nicht schlecht. So, wir sind wieder zurück in Staunton Island. Ich überlege jetzt gerade, ob ich allerdings zuerst mal speichern gehen soll, weil bei den... Also es ist nur zu empfehlen, in dem Spiel, welches sich gerade beendet hat, von alleine mal wieder. Und das kennen wir ja schon. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen mehr. Da ich ja weiß, dass die Aufnahme trotzdem weiterläuft. Aber ich habe es jetzt dennoch neu gestartet, weil man ist ja nie vollkommen sicher. So, was wollte ich gerade sagen? Genau, am Anfang ist es wirklich unnötig, ständig zu speichern, aber jetzt in den späteren Missionen ist es vielleicht gar nicht schlecht, weil, mal angenommen, wir würden jetzt die nächste Mission, wenn wir würden draufgehen, dann wären unsere ganzen Waffen weg. Und man hat irgendwann nicht mehr das Geld, sich nach jeder gescheiterten Mission wieder Waffen zu kaufen im Wert von $500.000. Das heißt, nach schwierigen Missionen oder nach Missionen, an denen man leicht sterben kann, das hätte ja jetzt gut passieren können auf dem Wasser, lieber mal abspeichern, damit wir, wenn wir jetzt tot gehen würden, tot gehen hört sich auch an, oder? Ach, da ist übrigens die Pistole. Wenn wir jetzt sterben würden, dann würde ich einfach neu laden, weil dann hätten wir die Waffen noch. Das hat nichts mit Cheaten zu tun. Das ist einfach eine kleine Hilfestellung, die für mich durchaus legitim ist. Okidok. Wie heißt der eigentlich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, für was das R steht. Also im Prinzip ist es ja auch völlig egal. So, ich hoffe, das ist jetzt... Obwohl, ich fand die Mission von dem eigentlich bisher echt immer ganz, ganz cool. Der gepanzerte Zeuge. Oh, ich... Today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Geht es auch ein bisschen freundlicher? Nun gut, und der gepanzerte Zeuge. In meinen Augen hört sich das ein bisschen danach an, dass der eventuell in einem Panzer vorfährt. Was ich nicht hoffen will, weil dann haben wir jetzt schon versagt. Weil einen Panzer klein zu kriegen ist so gut wie unmöglich. Ich habe es mal getestet mit Hilfe von Cheats. Ich glaube, man. Die normalen Panzer halten, soweit ich weiß, 25 Raketen aus dem Raketenwerfer aus, bevor die überhaupt mal anfangen zu qualmen. Dann braucht man nochmal 10 Stück, bis die in die Luft fliegen. Also es ist möglich, einen Panzer zu zerstören, aber man braucht immens viel Feuerkraft dafür. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das Wort gepanzert hier in diesem Fall nur eine Metapher war. Ach nee, da vorne, er fährt in dem Krankenwagen. Jetzt habe ich es begriffen. Ja, das ist natürlich, das könnte man hinbekommen, da die Krankenwagen recht leicht umkippen.
Man hat dich bemerkt, das kann gar nicht sein. Ach, guck mal an, wie schön das doch alles wieder läuft für uns. Was, seine Panzerung mit dem Auto zerstören? Wo hat er denn eine Panzerung? Da hinten oder was? Okay, dann heizen wir einfach. Hallo? Leute, genau das meinte ich. Genau das habe ich gemeint. Also, der Typ ist also selbst gepanzert. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Und jetzt habe ich keine Waffen mehr. Das bedeutet, ich lade jetzt eben neu. Und wir sehen uns dann gleich vor der, nach Beginn der Mission wieder. So, da wäre ich wieder. Diesmal in der Stretch-Limo ist vielleicht nicht der optimale Wagen für so eine Verfolgungsjagd, aber... Scheiß drauf. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Dass wir jetzt gerade 4 Sterne hatten, ist eigentlich nicht so wichtig, da, wie wir wissen, wenn wir die Mission schaffen, haben wir die Polizei wieder los. Das bedeutet, ich werde mich jetzt nicht drum sorgen, dass wir möglichst wenig Sterne bekommen, sondern ich werde einfach mit dem Raketenwerfer draufheizen, in der Hoffnung, ihn möglichst schnell ausschalten zu können. Ich weiß allerdings nicht, ob das nochmal so gut klappt wie gerade eben. Oh ja, weil die nämlich abhauen. Das ist nicht gut. Nee, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Okay, er ist abgehauen. Das bedeutet, wenn wir es jetzt schaffen, ihn zu überfahren, haben wir noch eine Chance. Was zur Hölle? Wow. Muss das sein, dass du dich jetzt hinter uns stellst? Okay, es ist eventuell gar nicht mal so schlecht gelaufen. Allerdings müssen wir aufpassen. Hä, was ist denn da los? Ach, muss ich mir das Ding schnappen oder was? Was zur Hölle verlangt man hier von mir? Da liegt irgendwas auf dem Boden, das ich nicht beurteilen kann. Was ist das hier? Ich werde jetzt einfach mal aussteigen und hier ein bisschen draufballern. Okay, Kugeln können dem Panzer nichts anhaben. Das bedeutet Explosion. Alter, wie scheiße, wie brutal ist das denn hier? Okay, okay. Okay. Ich mach mal... Okay. Scheiße. Alter, was ist denn hier los? Ey, ihr seid doch verrückt. Was habt ihr euch hier wieder für eine Mission ausgedacht? Boah. Mach bitte hier die Dingens aus. So, jetzt ist die Frage, wie lange der da liegen bleibt, weil dann würde ich nämlich Folgendes machen. Ich würde mir eben eine andere Kiste schnappen und ganz kurz mal hier ins Pay and Spray fahren, um es irgendwie zu schaffen, die Polizei loszuwerden, damit wir hier von vorne anfangen können. Weil ich meine, mit 4 Sternen ist nicht zu spaßen. Immerhin ist das FBI hinter uns her. Da unten ist auch schon die Polizei. Wir sollten erstmal die Polizei loswerden, oder klappt's? Es klappt. Okay, mal gucken, ob die Sterne weg sind. Puh, das nenne ich Glück gehabt, Freunde. Okay, wir sind die Cops los und unser Opfer liegt ziemlich tot am Boden. Aber das... Alter, wir müssen uns jetzt mal die Panzerung genau angucken. Weil das sieht echt schon lustig aus, ne? Ja, er ist gepanzert. Ach, jetzt verstehe ich. Der ist aus dem Krankenhaus. Und, ah, ja. Ach, genau, die haben wir ja auch noch. Ach, scheiße. Der liegt irgendwie an der falschen Stelle, der Typ. Ich gehe mir jetzt erstmal kurz neues Life holen, weil sonst wird das hier ja nichts mehr. Aber ganz kurz zwischendurch. Man muss dem Ärzte-Team oder dem Krankenhaus ein Lob aussprechen, weil ich meine, der Gips hält einiges aus, ne? Wie viele... Ich habe jetzt schon 4 Raketen auf den abgefeuert. Also... Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, das schafft nicht jedes Krankenhaus. So, jetzt müssen wir uns beeilen, bevor uns die Typen hier wieder entdecken, die hier rumlaufen und ein bisschen auf uns abgesehen haben. Die dann nämlich. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier hin, überfahren den Polizisten nicht und werfen hier Granaten auf den Freund. Am besten gleich mal ein paar. Und da hätten wir es geschafft. Oh Mann, ey. Das war eine Mission, oder? Total krank. Oh, und schaut mal an, wir haben das R nicht mehr auf unserer Karte. Das bedeutet, wir haben wohl alle Missionen für den guten Polizisten hier erledigt.
Das will ich aber auch schwer hoffen. Die letzte Mission hat es jetzt echt in sich gehabt. I got all your own defense needs. So, ich gehe mir eben meine Panzerweste wiederholen. Und dann sollen wir mal bei unserem neuen Auftraggeber vorbeischauen, das D. Ich glaube, das machen wir mal. Ach nee, warte, wir haben glaube ich schon eine Mission für den gemacht, oder? Richtig, aber ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, was wir da nochmal gemacht haben. Ich glaube, das müsste die letzte Mission im letzten Part gewesen sein. Aber das ist auch schon wieder 2 Wochen her bei mir. Nun gut, aber ich habe gerade keinen Bock auf den schwulen Chinesen, deswegen gehe ich jetzt mal hier hin. In der Hoffnung, dass der irgendwas Interessantes für uns hat. Ach nee, ich muss auf die andere Seite noch, ja. Ach, ich habe ein verstecktes Päckchen gesehen. Und ihr wisst, was ich mit versteckten Päckchen mache, wenn sie mir quasi über den Weg laufen. Ich nehme sie mit. Und fall dann auf die Fresse. Nun gut, nachdem wir jetzt auch diesen Penner mitgenommen hatten. Hier rechts geht's jetzt rein, richtig? Genau. Na dann, zeig doch mal her, was gibt's Feines für uns zu tun? Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague. But that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Okay, aber wie wir wissen, gehört Asuka zu den Yakuzas. Moment, ich muss niesen, ganz kurz. Brr, so, danke fürs Warten, da bin ich wieder. Jetzt konnte ich gerade nicht lesen, was da unten stand. Aber ich weiß nicht, ob es so wichtig war. Ja, genau. Yakuza. Die Asuka gehört dazu. Das bedeutet, wir sind also nicht wirklich auf der Yakuza-Seite, sondern wir machen hier mal wieder einen auf knallharten Doppelagent. Und wollen jetzt einen Bandenkrieg anzetteln. Naja, ich meine, an sich ist das nie eine schlechte Idee. Okay, wir brauchen also einen Yakuza-Wagen. Dann gucken wir mal, wo wir den jetzt am schnellsten herbekommen. Also ich weiß, dass bei Kenjiks Casino steht einer, aber der ist, glaube ich, abgeschlossen. Und bei Asuka steht einer, das heißt, wir fahren am besten zu Asuka, oder? Ja, das sollte die beste Lösung sein. Aber jetzt habe ich das gleiche Problem, wie ich letztes schon mal hatte. Wenn ich Asuka suche, dann finde ich sie nicht. Ich hätte mir jetzt endlich mal merken sollen, wo diese Scheiß... ne? Wo die rumhaust. Ich meine, ich könnte es beim Casino probieren, weil das finde ich, weil das ist nicht so schwer zu finden. Aber ja, Asuka eigentlich auch nicht. Aber ich verpeile jedes Mal, wo ich da abbiegen muss, damit ich da hin kann. Naja, dann fahren wir jetzt halt einfach mal so ein bisschen doof im Kreis. Da ist nämlich das... Nee, das ist das Krankenhaus, oder? Ja. Okay, damit hätten wir auch unseren Krankenwagen los. So viel dazu. Der jetzt hoffentlich nicht direkt neben mir explodiert. Dankeschön. So, gib mir mal die Karre. Ich brauche nämlich einen fahrbaren Untersatz. Oh, mein Hals kratzt, ey. Ich hoffe nicht, dass ich mir irgendwie eine Grippe zugezogen habe oder ähnliches. Okay, ich glaube es nur. Ich bin mal ganz vorsichtig und zwar, und das sage ich. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Hier unten wohnt Asuka, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Nein, das wollte ich natürlich nicht machen. Ich wollte eigentlich nach unten. Dann, wenn man mal nicht möchte, dass der Stunt gelingt, dann klappt's. Ich wollte nämlich hier nach unten fallen. Dass das Auto jetzt kaputt geht, ist nicht so wichtig, weil wir ja genau wissen, dass hier ein Yakuza steht. Alles klar, das heißt, der erste Teil der Mission wäre erledigt. Und wieso kriege ich jetzt nichts angezeigt? Kann mir das mal einer erklären? Soll ich hier vielleicht noch eine Bombe einbauen? Ich meine, ich weiß ja, wo wir hin sollen. Wir sollen auf das Autohaus in Newport. Und wo das steht,
Das weiß ich. Nämlich hier auf der anderen Seite. Hier drüben. Da, das hier müsste das sein, das gemeint ist, oder? Ich weiß nicht genau, was von uns noch verlangt wird. Wir haben doch einen Yakuza. Oder war das wichtig, welchen Yakuza wir klauen? Ich gehe jetzt mal einfach so eine Bombe einbauen. Vielleicht hilft das irgendwas. So, dann fahren wir jetzt mal auf das Dach des Parkhauses. Weil es ist das einzigste Parkhaus in Newport, das ich kenne. Also müssten wir hier doch richtig sein, oder nicht? So, geh mal aus dem Weg, dankeschön. Was? Ich hab doch ein Auto, das... Ach, ich brauche einen Wagen von der anderen Gang. Ach so, ich dachte, ich soll mit einem Yakuza da aufkreuzen. Dann tut mir leid, dann war das mein Fehler. Dann hätten wir uns die letzten 5 Minuten Rumsucherei auch echt sparen können. Aber gut, dann wäre das geklärt. Dann brauchen wir also einen Wagen des Kartells. Das lässt sich auch noch auftreiben, sterbt. Da ist einer, oder? Jawohl, ja. Stehen bleiben, stehen bleiben! So. So, die Autobombe darf ich jetzt mal nicht aktivieren, weil sonst geht mir nämlich die Karre hier mit hoch. Na, los, los, los! Okay. Aber um ganz stilvoll fortzufahren, werde ich die Kiste erstmal... Hallo? Ich habe das Radio doch ausgemacht, oder nicht? Werde ich die Kiste erstmal reparieren gehen. So. Ich denke, kein Gangmitglied würde in einer total verschrotteten Karre vorfahren. Ich weiß, das ist, wäre nicht nötig gewesen, aber ich möchte das jetzt so. Es kostet auch nur $1000 und mittlerweile haben wir echt genug Asche. Alles klar. Jetzt heißt es... Ach, guck mal an, die Schranke ist zu. Okay, ich wollte gerade sagen, die Schranke ist mal offen, aber das war gar nicht die Schranke. So, das heißt, wir wollen aufs Dach, also wir müssen ganz nach oben, logischerweise. Da waren wir ja mittlerweile auch schon ein paar Mal. Obwohl ich weiß nicht genau, wie oft ich offscreen schon auf dem Dach war. Onscreen meine ich. Also offscreen war ich auf jeden Fall schon ein paar Mal oben. Ist ja jetzt auch völlig egal, ihr seht es ja jetzt. So, noch eins nach oben? Ja, noch eins. Okay, die sind schwer bewacht. Aber wir haben ja noch unseren Raketenwerfer, nicht wahr? Wobei, wir können den doch eigentlich von hier... Was? Ah. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Tja, das nenne ich mal Fail vom Feinsten. Aber das werde ich natürlich so gleich wieder gut machen. Ich wusste nicht, dass wir nicht aussteigen dürfen. Ich hatte eigentlich vor, total stilvoll mit meiner Sniper den Typen von hier unten in den Kopf zu schießen, aber... Es hat wohl nicht sollen sein. Also den ganzen Spaß nochmal. So. Die sind schwer bewacht. Der Typ läuft gegen die Wand. Da stehen noch mehr Leute mit dicken Knarren und jetzt nicht aussteigen. Soll er einfach hochfahren und alle kaputt fahren, oder? Soll ich den jetzt echt töten? Ich glaube ja, oder? So, Auftrag erledigt. Weg mit dem Wagen. Erstmal hier runter. So, der Wagen wäre schon mal weg. Jetzt müssen wir nur noch aus Newport verschwinden. Okay. Sollte auch kein Ding sein. Ich glaube, die sind ja relativ klein hier, die Stadtteile. Mit der Karre wäre das einfach, aber natürlich kommt jetzt keine. Na, guck mal an. Und gleich so eine schöne. Na, gib mal her, du. So, ein Flatbed. Und ab, weg aus Newport. Na, sehr schön. $30.000. Ja, schick gemacht. Und auch nur auf den zweiten Versuch. Obwohl der erste, also das war jetzt dann wirklich ein lustiger Fail. Woher hätte denn ich wissen sollen, dass die mich da gleich erkennen? Naja. Warte mal, ist jetzt wirklich das K weg? Das K ist weg, kann das sein? War das vielleicht keine so gute Idee? Ach, es ist mir völlig egal. Solange wir jetzt nicht von den Yakuzas angegriffen werden, ich meine, die dürfen uns ja nicht gesehen haben, oder? Oh, die Steuerung. Naja, egal, das testen wir dann irgendwann mal. Jetzt gehen wir erstmal hier eine Ründchen speichern.
Oh, habe ich gerade echt den Spielstand überschrieben von dem... Ach, egal. So bösartig schlecht soll es jetzt nicht gewesen sein. Ich schnappe mal die Knarre hier. Wunderbar. So, was machen wir? Sollen wir mal wieder bei dem... bei der, hier, ihr wisst schon, bei dem Telefon vorbeischauen? Machen wir mal. Mal gucken, was der für uns hat. Weil ich weiß nicht, ob es für eine vollwertige Mission die von der Zeit her noch reicht. Wir haben noch, ja, 4 Minuten. Und auch die nicht mehr ganz. Das heißt, ich gucke erstmal hier vorbei. Und dann entscheiden wir, ob sich das noch reicht in diesem Part oder nicht. So. Na dann, geh mal her hier. Uzi Rider. Alter, was für ein Penner. Okay, wo sind deine Jungs? Dark Och, und in was für einer schicken Karre, ey. So, und jetzt? Was geht denn? One for a little ride into Ember and Ice. Kill me some filthy Diablo boo-boo's been batting up my lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dally in a boot. We'll make sure you don't get cold feet here. You'll need a piece. Das ist ja ganz freundlich von euch, aber ich kann während dem Fahren nicht schießen. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Okay, dann überfahren wir sie halt alle. Wieso sind wir gesucht, verdammt nochmal? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Hättet ihr euch nicht eine schönere Karre aussuchen können, Mensch? Was will ich denn in so einer Mistkiste hier erreichen? Wow, ich hätte jetzt fast einen Fehler gemacht, weil wir hier nicht runter... Oh. Wie knapp war denn das jetzt eben? Ich wollte eigentlich hier rüberfahren und dann ist mir eingefallen, warte mal, ich glaube, da unten war Wasser. Und da ist Wasser. Haben wir gerade mal Glück gehabt, oder nicht? Moment, wir sollen in den anderen Stadtteil? Ist das echt euer Ernst? Ja, was zur Hölle? Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen auf die Schnelle? Ich habe doch 2,5 Minuten, Freunde. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Okay, dann müssen wir jetzt halt mal einen Überlänge-Part machen, Freunde. Das, naja, dürfte euch ja nicht stören. Aber mich so ein bisschen. Weil es dann wieder bedeutet, 5 Stunden lang hochladen. Yay. Das Rendern geht bei mir relativ schnell. Wie gesagt, ich habe einen ganz schicken Prozessor, aber das Hochladen ist immer so eine Geschichte, ne? So, warte, ich glaube, wo ist die Brücke? Die ist jetzt über uns, oder? Das heißt, wir müssen hier außen rum fahren. Ey, ich habe immer noch voll das Kratzen im Hals. Das geht mir total auf die Eier. Nun gut, dann werden wir jetzt mal ein paar Yakuzas vernichten. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Yakuza? Nee. Hat er wirklich Yakuzas gesagt? Ach, ist mir scheißegal. Wir fahren hier jetzt rüber und erledigen den Job. Ja, aber das wird uns im späteren Verlauf des Spiels noch öfters passieren, dass wir in einem Stadtteil eine Mission bekommen, aber den dann in einem anderen Stadtteil erfüllen müssen. Hey, was fährst du hier für einen Scheiß zusammen? Hör mal. So, nach links. So weit, so gut. Oder sollen wir Triaden kalt machen? Die uns auch immer noch nicht leiden können. Ja, ist ja gut. Haltet die Klappe. Jetzt lass mal gucken, wo sollen wir denn genau hin? Ich hoffe, es ist nicht mehr allzu weit weg. Ach, hier müssen wir hin. Okay. Ach, Diablos waren es. Entschuldigung. Ach so, ich darf nicht aussteigen. Okay, okay. Diablos, das sind die Kollegen hier. Einen. Und direkt kaputt gegangen. Alter! Ey, was ist denn das für eine Scheiße jetzt gewesen? Okay. Freunde, mit einem Fail vom Feinsten hören wir diesen Part von GTA 3 auf. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Ja, habt ihr euch so gedacht? Mich kriegt ihr nicht so einfach. Okay, fahrt mich halt einfach zusammen. Müssen wir mal gucken, ob wir mal 5 Sterne zusammenbekommen, oder?
Boah, der hat die übelste Streuung, die ich je gesehen habe, die Kiste. So, können wir die Helis auch abschießen eigentlich? Na, der ist exakt über uns. Wir können nicht ganz nach oben zielen, oder? Nee, können wir nicht. Und jetzt? Ja, komm her. Guck mal an, wir haben uns sogar den ersten Heli geholt. Freunde, ich bin tierisch stolz auf mich. Und wir haben 5 Sterne erreicht. Das hatten wir noch nie. So, jetzt warten wir mal abwarten, was passiert. Das möchte ich euch jetzt noch eben zeigen. Hier, das FBI, Freunde. Das FBI. Das FB fucking I. So. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, tüdelü.